Also ich würde jetzt, glaube ich, kein Feld nochmal extra mit Gras bepflanzen, oder? Nee, ich auch nicht. Also weil das lohnt nicht. Und außerdem muss man das dann pflügen, damit man das dann wieder wegkriegt. Und das ist dann alles mega ätzend. Ja, pflügen dauert aber ja so ewig. Ja, ich glaube, ich habe auch noch nie richtig im LS ein Feld gepflügt oder so. Ich auch nicht. Also noch nie. Eins. Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum LS15 auf dem Community-Server natürlich. Und wie ihr schon seht, ist immer noch der Patrick mit dabei. Hallo. Guten Tag. Na? Bist ein bisschen voreilig hier, ne? Warum voreilig? Ja, bist ein bisschen größer, als was ich hier mähen kann. Das mag sein, ja. Ich heb erstmal meinen Zetter an. Nun hau mal ab da. Ich heb dir den gleich an. Hättest du einfach mal eine Sekunde gewartet, weißt du? Dann wäre das alles halb so wild. Aber nee. Na, jetzt wird's sehr interessant hier. Außerdem bin ich hier in Arbeit, ja? Ich auch, ja. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wollen wir die, wollen wir dann nur Heu sammeln oder wollen wir richtig Ballen pressen? Ich würde sagen, dass die Kommentare entscheiden, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Das Ding wäre halt, wenn wir das eigentlich nur einsammeln, dann können wir es ja theoretisch gesehen direkt in den Kuhstall reinwerfen, ne? Rein theoretisch gesehen, ja. Praktisch eigentlich auch. Rein praktisch eigentlich auch, genau. Sehe ich auch so. Dann würde ich fast sagen, holen wir uns gleich den Jumbo, Pöttinger Jumbo, und sammeln das dann ein. Und fahren das dann direkt in den Kuhstall, würde ich so mal sagen. Also die komplette Wiese, da haben die Kühe ja erstmal genug. Je nachdem, wie voll man den Druck machen kann, vielleicht kann man das auch irgendwo nochmal extra einlagern, aber an und für sich sollte das ja funktionieren. Ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee, das machen wir erstmal so. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ist auch eine riesen Wiese hier. Hallo, du da. Hallo. Na? Na? Was geht so bei dir? Ich mach dir ein bisschen mehr Arbeit, okay? Okay. Gut. Ja, aber auch, weil du darfst dann nämlich gleich fahren. Na, tolle Wurst. Ich will aber einsammeln. Dann schwane ich halt. Na gut. Ah, wir haben ja Zeit, ne? Ist ja nicht so. Oh, ich bin aus Versehen ausgestiegen. Upsala. Umso besser für mich. Mann. Hab ich mehr Zeit, haha. Du hast sowieso schon eine Runde Vorsprung. Naja, aber du hast ja auch eine doppelte Breite, ne? Mag sein, ja. Ja, du kriegst ja immer mit einer Runde zwei Bahnen von mir mit. Also solltest, solltest du. Oder anderthalb. Ich wollte gerade sagen, so ganz genau zwei sicherlich nicht. Ja, dann anderthalb. Ich freue mich schon auf den LS17, Leute. Ich auch. Das wird richtig geil. Ich hoffe, dass ich so... Ich weiß nicht, wird es direkt Server dafür geben, für LS17, wenn es online ist? Also wenn es LS17 gibt? Ich denke mal, ja. Wie war das bei LS15? Gab auch direkt Server, ne? Boah, dann hoffe ich, dass ich direkt einen Server kriege, ey. Höchstens einen Tag später erst. Höchstens, weiß nicht. Ja, nachdem, wie schnell die Wasser sind. Ja, ich muss mal. Ich muss mal gucken, wie ich das anstelle. Aber eigentlich sollten wir die Möglichkeit bekommen, weil ich habe im Moment. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt.
für Simutime, also meinem Projekt, ja, habe ich ja, jetzt so ein bisschen G-Portals ans Land ziehen können und so ein bisschen verpartnert mit denen, dass die mir einen Community-Server für Simutime stellen. Und vielleicht stellen die mir dann auch einen für LS17. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und nochmal, vielleicht schaut ja einer von euch gerade das Video, dann lieben Gruß auf jeden Fall und vielen, vielen Dank für ja, für das zur Verfügung stellen und so. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Man weiß ja nie. Manchmal gucken die auch Videos. Wer weiß. Könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar dann unter meinem Video lassen. So, ist ganz schön groß das Feld, ne? Das stimmt. Habe ich doch schon gesagt. Ja. So dreimal, viermal. Also das ist ganz schön groß das Feld. Fünfmal. So. Ich weiß gar nicht, wenn ich die, warte mal, wenn ich jetzt anhebe, gehen dann, hebe ich dann beide an? Nee. Das ist ja doof. Schade, ich dachte, ich kann beide ohne Geräte zu wechseln gleichzeitig anheben, aber es geht irgendwie nicht. Hab dich gleich eingeholt. Na tolle Wurst. Leute, ich darf nicht so viel reden, ich muss schneller fahren. So. Kannst ja schon mal anfangen zu schwaden. Ha. Ja, wenn es gleichzeitig ging, könnte ich das ja machen, aber. Geht das nicht gleichzeitig? Nö. Verstehe ich. Ich wüsste nicht, dass du dann Zetter und Schwader direkt hinterher kannst. Das wäre mir. Und außer. Wäre schon witzig. Außer wir hätten diesen einen Mod drin. Geht das mit dem Mod oder was? Mod geht alles. Da kannst du sogar. Mit dem Mod geht alles alleine. Nee, ist wirklich so. Du musst dann ganz vorne nur mit dem Drescher vorfahren. Oder mit einer Mähmaschine und dann machst du hinten dran dann noch einen Traktor, der dann dem Drescher folgt und so weiter und so fort. Na gut, das stimmt natürlich. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es auch mit Cosplay geht oder wie das heißt. Das geht auch, ja. Ich habe mich da noch nicht so reingefuchst in Cosplay und ich denke mir so, ich glaube auch nicht, dass wir das brauchen, weil wir ja hier zusammenspielen mit mehreren Leuten, dass man gar nicht irgendwie andere externe Fahrer braucht, oder? Also so sehe ich das. Ist ja ein Community-Server und kein Singleplayer. Oh, kommt drauf an. Außer das ist jetzt sowas Spezielles, wenn du zum Beispiel dreschst und nicht jeder einen Bock hat abzuladen, dann allerhöchstens Cosplayer waren. Ja gut, aber trotzdem. Ansonsten denke ich jetzt auch mal nicht. Oh, dein Dingens ist hochgeflogen, Entschuldigung. Ja, hab ich gesehen. Sorry, ey, das war voll ohne Absicht. Voll mit Absicht, ne? Ey, voll ohne. Achso, sag schon. So, wir sind gleich fertig mit dem Feld. Naja, über die Hälfte haben wir schon mal. Ja, das ist auch richtig groß. Ich weiß nicht, warum der Zetter mal so kleine Zwischenflecken über übrig lässt. Ja, weil ich da nicht gemäht habe wahrscheinlich, ne? Ne, so ganz normale Grasflächen halt, echt? Die gemäht sind, aber noch kein Heu sind, sondern normales Gras. Okay. Ja, und warum? Hier zum Beispiel wieder. Tja, das weiß ich auch nicht. Ich habe auch ein paar Stellen, glaube ich, ausgelassen, aber es wächst ja eh schnell wieder nach. Das stimmt, ja. Das ist eh egal. Weil Gras ist ein Vorteil, das musst du nicht nachpflanzen oder wieder pflanzen. Das stimmt, ja. Und es reicht auch, wenn man eine oder zwei Graskoppeln hat, glaube ich. Ja. Also ich würde jetzt, glaube ich, kein Feld nochmal extra mit Gras bepflanzen, oder? Nee, ich auch nicht. Also weil das lohnt nicht. Und außerdem muss man das dann pflügen, damit man das dann wieder wegkriegt und das ist dann alles mega ätzend. Ja, pflügen dauert auch wieder so ewig. Ich glaube, ich habe auch noch nie richtig im LS ein Feld gepflügt oder so. Ich auch nicht. Also noch nie. Ich habe immer den Helfer das machen lassen oder so, wenn ich Singleplayer gespielt habe. Und ich meine, ich spiele schon. Was war die erste Ausgabe von LS überhaupt? Keine Ahnung. War es 2006?
Oder 2003, ich weiß es nicht. 2006 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ich müsste da nochmal nachgucken, aber ich habe auf jeden Fall, ich spiele LS auf jeden Fall schon seit der allerersten Version. Das weiß ich. Huh. Und du so? Ja, ich glaube, ich seit dem 9er, glaube ich. Ja. Ich spiele auf jeden Fall schon seit Anfang an. Boah, Alter, das fällt weg schon wieder nach. Wir haben es noch nicht mal geerntet und es wächst schon wieder nach. Warte mal, ich mach mal die Zeit ein bisschen runter. Geht ja nicht, wenn das so schnell ist. Zockst du mit Lenkrad oder ohne? Ich zock aktuell mit Controller. Mit Controller? Ja, mit Xbox-Controller. Aha. Das geht? Ja, das geht. Aber auch nur, weil mein Bruder ja die von meinem Lenkrad die Schraube schrauben musste. Mhm. Da ist erstmal schön das Gewinde so abgenutzt. Okay, welches Lenkrad hattest du denn oder hast du? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Irgendwas von Bassmaster, glaube ich. Ah, okay. War auch ein richtig gutes eigentlich. Was blöd ist, du kannst halt diese FS-Machschrauben, den sag ich jetzt mal, nicht nachkaufen. Nee, das stimmt. Das Problem hatte ich damals auch mit meinem allerersten Lenkrad. Da konnte ich das nämlich auch nicht nachkaufen. Da habe ich gesagt, gut, dann kaufen wir halt ein neues. Also so ein mit Saugnapf wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, weil es geht ja auch da und ab. Nee, wenn dann mit Schraube. Ja. Die Hupe könnten sie echt mal verbessern. Ne? Ich weiß nicht. Die Hupe ist doch voll toll, oder nicht? Ja. Ja, geht so. Weil der Witz ist doch einfach, in den Traktoren haben sie alle die gleichen Hupen. Nur bei den Erntemaschinen ist zwischendurch auch dieser, nur zwischendurch auch dieser ganz normale wie ein 13er. Ja. Hat nicht sogar der LKW eine andere Hupe? Ne, die haben alle die gleiche Hupe, ne? Nicht ganz alle. Der LKW hat aber, glaube ich, auch diese Piep. Ja, irgendwie schon. Entschuldigung, ich habe dich so ein bisschen hart rangenommen. Alles okay. Na, dann ist ja gut. Oh. Statt den Zettel auszumachen, bin ich ausgestiegen, ja. Gut gemacht, Kevin. Machst du dich jetzt über Kevins lustig? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Nö. Habe ich das gesagt? Habe ich das gesagt? Genannt, wo ich einen Scheiß gemacht habe. Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch sein, ne? Das stimmt, ja. Ne, das stimmt, ja. So, wo... Ein bisschen Spaß muss sein. Wo parken wir das denn? Das können wir ja jetzt... Das müssen wir jetzt wirklich so mal einbinden. Das Lied. Nee. Aber ist, glaube ich, GEMA-Schutz, deswegen lieber nicht. Kriege ich GEMA-Ärger. So, warte mal, ich kaufe dir mal schnell einen Schwader. Aber bitte den größten, ja? Den Dreier. Ja, habe ich dir gekauft, steht beim Hof. Also warte. Okay. Steht jetzt beim Hof. Soll ich den Zettel lassen, bei der BGA oder? Ja, stell ihn zur BGA oder. Mir egal. Scheiße, ich bin zu weit gefahren. Ah, ich fahr's gerade zum Kuhhof hier, zum. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wo wir es sonst halt lassen sollen. Wir könnten es halt direkt beim Sportplatz da lassen, aber ich finde es halt cooler, wenn es irgendwo sortiert steht, weißt du?
Was geht denn bitte mit der Kuh ab, Alter? Tapp mal kurz in meinen Trecker rein. Welcher war das? Der New Holland. Guck dir die Kuh hier mal an. Welche? Hier, die da steht. Hä? Hier. Seh dich mal. Hä? Hier die Kuh, auf dem gelben drauf. Die sich gerade dahin legt. Siehst du die nicht? Hier zurück. So, weiter, ja, hier, ja. Und jetzt zu dem weißen, zum gelben drin, da wo Rüben und Kartoffeln dran steht, rechts davon. Siehst du nicht die Kuh? Nee. Dann musst du das immer im Video angucken. Die chillt da. Liegt da voll in dem Ding drin. Ja, gut. Ja gut, Leute, wenn euch das Ganze gefällt, wie die Kuh hier schläft, so, dann lasst mir mal gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns einfach morgen wieder in der nächsten Folge, wenn es weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.